Hi meine Lieben, ich bin's eure Jenny mit einem heutigen Primer Call. Ich habe auch so ein bisschen bei H&M in New York eingekauft. Auf geht's! Ich habe hier so einige Kleider drin und einige Oberteile und ich kann es kaum erwarten, euch die Sachen vorzustellen. Es sind nicht so viele Sachen. Ich war bei Primark, aber habe halt nicht den ganzen Laden leer gekauft heute, sondern nur so vereinzelte Teile und ein Teil, was ich auch schon ein bisschen länger hatte, aber euch jetzt irgendwie unbedingt jetzt vorstellen muss. Also zuallererst möchte ich euch dieses wunderbare Kleid zeigen. Dieses Kleid ist so schön, es ist weiß, es ist sommerlich, es hat Blumendesign. Guckt euch unbedingt mal dieses tolle Primark-Kleid an. Ich liebe dieses Kleid, ist einfach so schön. Es ist einfach ein langes T-Shirt-Kleid, kurzärmlich. Einen ganz normalen Kragen, Schlitz an der Seite, also das würde ich euch auch liebend gern in einem Lookbook vorstellen. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, falls ihr es sehen wollt. Dieses Kleid ist so schön und der Stoff ist so toll. Ich hatte das im Laden anprobiert und habe so gedacht, wow, welch weicher Stoff. Der Stoff ist einfach so super angenehm. Ich freue mich jetzt schon, es zu tragen. Also es ist echt richtig toll. Dann habe ich mir dieses Kleid gekauft. Guckt euch das mal an, guckt euch mal die Farbe allein schon an. Das Kleid habe ich mir letzten Monat auch in weiß, grün, türkis gekauft mit so Blumen. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Das ist jetzt sozusagen die gleiche Version in einfarbig und mintgrün. Sehr, sehr, sehr nice, Leute. Das könnt ihr sehr gut zu allen möglichen Schuhfarben tragen. Ich würde hier eine Nude-Farbe wählen, einen schwarzen Schuh, einen weißen Schuh, einen Sommerschuh, Wedgies, Wedge Heels, Sandals, Ballerinas. Also das Kleid ist wirklich, wirklich schön. Das hier habe ich mir schon vor ein paar Wochen gekauft. Also das ist ein Bustier, eigentlich ein Bikini, aber ich werde den wahrscheinlich immer mal tragen unter Kleidern, die einfach einen zu tiefen Ausschnitt haben. Finde ich nämlich sehr, sehr nice und was ich an diesem Bustier so liebe, ist dieses Farbenspiel. Also wirklich, das ist ja mal der Hammer. Ich möchte das auf jeden Fall auch in meinem Lookbook vorstellen. Das könnt ihr auch gut mit einer High-Waist-Hose tragen. Ich bin nicht ein Fan davon, auf Partys oder auf Veranstaltungen oder so Bustiers zu tragen. Aber bei dem würde ich vielleicht sogar eine Ausnahme machen, wenn der Bauchnabel nicht zu sehen ist, wenn die High-Waist-Hose richtig schön hochgeschnitten ist und sonst alles halt so sehr gediegen aussieht, dann finde ich, passt dieser Bustier astrein zur braungebrannten Haut. Und das ist also richtig ein schönes Sommerding. Hier könnt ihr auch die Träger abmachen und es zu allen möglichen kombinieren, zu Röcken, zu High-Waist-Hosen und so weiter und so fort. Also ich habe dieses Top einfach mal in allen möglichen Farben. Ich habe mir das jetzt noch unbedingt im Beige gekauft, weil ich finde es im Beige halt super cool, so einen Nude-Ton, also einfach einen hochgeschlossenen Kragen zu haben, kurzärmlich. In vorherigen Lookbooks habt ihr solch hochgestellten Kragen auch schon öfter gesehen. Also ich finde es wirklich, wirklich traumhaft schön. 5 Euro bezahlt ihr dafür nur. Sagt mir unbedingt in den Kommentaren, welche Looks ihr sehen wollt, beziehungsweise welche Teile ich euch im Lookbook zeigen soll. Ich werde dann alle Preise mit aufführen. Im Lookbook findet ihr alle Preise vor. Das hier hat jetzt zum Beispiel 5 Euro gekostet. Lohnt sich auf jeden Fall. Ist ein bisschen im gerippten Design, aber was mich an diesem Top so anmacht, ist wirklich die Farbe. Das ist einfach so ein richtig schöner Nude-Ton ist, der ganz, ganz angenehm auf der Haut wirkt und einfach super schmeichelnd ist. Absolut schmeichelnd sind auch diese Schuhe hier. Ich habe mich einfach in diesen Schuh verliebt. Ich bin wirklich obsessed mit diesem Schuh. Ich habe ihn anprobiert und war super, super begeistert davon, dass er einfach hammerbequem ist. So sieht er von der Seite aus. Würde ich euch auch sehr, sehr gerne im Lookbook vorstellen. Wie gesagt, schreibt mir unbedingt in die Kommentare, ob ich es dann auch wirklich vorstellen soll. Dieser Schuh lohnt sich, den könnt ihr euch kaufen. Falls es den auch noch in weiteren Farben gibt, lohnt sich das auch, wie gesagt. Er sieht super aus. Könnt ihr zum einen kombinieren und auch zu dem Kleid, was ich euch gezeigt habe. Ein nudefarbener Schuh verlängert das Bein. Also wenn ihr manchmal das Gefühl habt, dass ihr nicht so lange Beine habt, dann besorgt euch einen Schuh, der in eurer Hautfarbe in etwa ist. Selbst wenn er so 2, 3 Farbnuancen abweicht, lohnt es sich, einen nudefarbenen Schuh zu tragen, damit ihr einfach gestretchter wirkt und eure Beine schön lang aussehen. Es zieht halt die Beine nochmal länger. Lohnenswert. Dann habe ich von Primark last but not least so ein Body Shaper Oberteil. Der macht halt eine schöne Taille. Ist halt gleichzeitig auch genauso funktionierend wie ein BH. Kann man sehr gut unter ein T-Shirt tragen oder wenn man einfach nicht so alles durchblicken lassen will, dann finde ich so einen Body Shaper richtig gut. Ich muss den echt mal anprobieren und beziehungsweise ausprobieren. Das würde ich gerne auch in einem Lookbook machen. Wie in New Yorker habe ich mir diesen Rock hier gekauft.
Ich liebe diesen Rock einfach, der ist so schön. Wie einige von euch wissen, mag ich diese schönen Pastelltöne, nudefarbenen Sachen, weil die schmeicheln dem Körper einfach so ungemein. Es sieht einfach immer toll aus. Ich habe dafür nur, ich glaube, 6, 7, 8, nee, 7 € bezahlt, 6 Euro etwas, weil ich glaube, weil New Yorker sich dachte, okay, der ist wohl doch nicht so schön. Der hatte hier unten irgendwie noch so eine Art Unterrock, also der so rausgeguckt hat. Den habe ich einfach mit der Schere abgeschnitten. Kein Mensch braucht einen rausguckenden Unterrock, der vom Design her einfach so konzipiert ist, unter so einem schönen Rock. Ich habe es einfach rausgeschnitten. Ich liebe diesen Rock. Ich würde ihn euch auch sehr, sehr, sehr gern vorstellen. Dann habe ich von H&M mir diese tolle Weste gekauft. Ich finde, die Weste ist einfach da. Oh, vom Primark habe ich das Oberteil auch noch gekauft. Dieses Oberteil ist Rip-Oberteil, auch wieder mit hochgeschlossenem Kragen, so geschnitten. Bisschen durchsichtig, aber ich habe so ein T-Shirt-BH von H&M an. Deswegen passt das auch so gut. Und ich habe auch heute echt schon Komplimente für dieses Oberteil bekommen. Ich finde es sehr, sehr schön. Es ist total hübsch. Sommerlich schön. Wir haben heute an die 30 Grad in Hamburg und solch Oberteil passt da perfekt. Also das ist einfach das Perfekte bei diesem Wetter. Also man schwitzt da auch nicht drin, sondern es ist irgendwie so ein richtig schöner Baumwollstoff. Und ich liebe es einfach und finde es richtig, richtig klasse. Ich habe mir bei H&M diese tolle Weste gekauft. Normalerweise würde ich die auch in meinem Lookbook vorstellen, aber ich werde sie jetzt einmal kurz anprobieren, damit ihr seht, was ich damit meine. Die Weste fällt so ein bisschen größer aus. Das ist jetzt Größe S oder XS. Ich glaube Größe S. Ich finde sie richtig klasse. Ich finde sie so schön. Und vor allen Dingen kann ich jetzt auch dieses Outfit, was ich anhabe, das ist eine alte Zara-Bluse aus dem letzten Herbst. Das ist eine weiße Hotpant. Das ist, wie gesagt, mein Primark-Oberteil. Und diese Weste, die passt einfach richtig gut zu dem Outfit. Und die Weste ist so perfekt. Selbst für den Winter kann man eine Jacke drunter ziehen. Man kann da auch einen Pelzkragen drüber ziehen. Und ich finde, sie ist einfach richtig schön. So rockermäßig, aber auch nicht zu rockermäßig. Ich liebe auch die Schultern. Was ich an den Schultern besonders toll finde, ist, dass die Schulter halt so wie Engelsflügel einfach absteht. Seht ihr das? Die Schultern stehen ab und das ist der Hammer. Die Weste war reduziert auf 20 Euro von 40 oder 50 Euro. Ich habe dafür nur 20 Euro bezahlt, was ich echt preis-leistungsmäßig total gut finde. 15 oder 20 Euro, das weiß ich nicht mehr genau. Kriege ich aber raus. Preis-Leistungs-Verhältnis vollkommen in Ordnung. Es ist ein Lederimitat, aber sieht komplett ledermäßig aus und damit macht ihr auch echt nichts verkehrt. Last but not least habe ich mir bei H&M diese tolle, tolle Kette gekauft. Die werde ich auch auf jeden Fall diesen Sommer rocken. Was ich toll finde, ist die Farbe. Die Farbe setzt Akzente. Sprich, ihr könnt euch schlicht kleiden und einfach einen Akzent setzen. Die gibt dem Outfit halt direkt Pep. Und wenn ihr einen Ausschnitt habt, der zu tief ist oder wo ihr sagt, dass ihr euch nicht wohlfühlt, dann tragt ihr einfach diese Kette. Und diese Kette verdeckt halt einfach auch jeden Ausschnitt und lässt alles halt klassischer wirken. Und die Farbe lässt es halt nicht zu bieder wirken, weil die Farbe ist einfach so knallig und so peppig, dass man sich einfach denkt, wow, was hat die da um den Hals? Das sieht ja richtig, richtig schön knallig aus. Und das liebe ich ja. Wie einige von euch wissen, ich liebe Pastellfarben. Also eigentlich liebe ich alle Farben, aber ich mag vor allen Dingen manchmal auch Teile, die so ein bisschen poppiger in der Farbe sind. Guck mal, und so sieht das dann aus. Sieht echt schön aus. Ich werde Sonntag wahrscheinlich wieder auf YouNow sein. Dann können wir uns eingängigst unterhalten. Am Sonntag kommt dann auch ein Lookbook raus und ihr müsst mir sagen, was ich anziehe, was ich anhaben werde. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen sonnigen Tag. Ich kann mir vorstellen, dass in euren Regionen auch die Sonne endlich mal rausgekommen ist. Genießt es. Seid schön, wie ihr seid. Ich liebe euch. Bis Sonntag. Bye, bye. Smiling, smiling.